Und jetzt machen wir weiter mit einem Redebeitrag vom Flüchtlingsrat Berlin. Ja, große Teile der Gesellschaft sprechen sich für die Aufnahme Geflüchteter aus Griechenland aus. Unzählige zivilgesellschaftliche Gruppen beschäftigen sich mit dem Thema. Von kleinen lokalen Willkommensinitiativen bis hin zur Seebrücke-Bewegung, die Tausende von Menschen auf die Straße gebracht hat und bringt. Auch das Land Berlin hat sich, wie einige andere Bundesländer, bereits im Dezember letzten Jahres bereit erklärt, unbegleitete Minderjährige aus den griechischen Insellagern aufzunehmen und sich offen gezeigt für die Aufnahme weiterer, besonders schutzbedürftiger Gruppen, wie alleinerziehende Mütter, Familien mit Kindern, chronisch Kranke, traumatisierte und alte Menschen. Zuletzt hat Berlin seine Aufnahmebereitschaft gegenüber dem Bundesinnenministerium im April bekräftigt. Allerdings blieb es bis heute bei Appellen und unverbindlichen Briefen an den Bund. Daher ist es gut, dass aktuell im Senat über eine konkrete Aufnahmeanordnung für ein Landesaufnahmeprogramm beraten wird und, wie wir gehört haben, heute tatsächlich auch beschlossen werden soll. Dies war längst überfällig und ist das Ergebnis des großen öffentlichen Drucks auf den Senat in den letzten Wochen und darauf können wir stolz sein. Dem Vernehmen nach plant Berlin 300 Geflüchtete aus den griechischen Lagern aufzunehmen. Diese Zahl ist sicherlich lächerlich viel zu gering. Berlin hat Platz für sehr viel mehr Menschen. Sozialsenatorin Elke Breitenbach hat öffentlich erklärt, umgehend 400 Geflüchtete aufnehmen zu können, unterbringen und zu versorgen, mit mehr Vorbereitung sogar bis zu 2000. Eine Abfrage des Flüchtlingsrats und der Berliner Jugendhilfeeinrichtungen hat ergeben, dass diese zahlreiche freie Kapazitäten haben. Jetzt sofort 300 Plätze, mit ein bisschen Vorbereitung insgesamt 700 Plätze. Zwar sind Landesaufnahmeprogramme nicht die einzige Antwort auf die gewollt herbeigeführten katastrophalen Zustände in den griechischen Lagern, die allein dem Zweck der Abschreckung Schutzsuchender dienen. Trotzdem ist die geplante Aufnahmeanordnung Berlins ein sehr wichtiger Schritt. Denn es ist wichtig, dass die Bundesländer gegenüber dem BMI deutlich machen, dass die Zustände in den griechischen Flüchtlingslagern beschämend sind für alle Europäerinnen. Und dass das Aufnahmeprogramm des Bundes zahlenmäßig absolut nicht ausreicht und sie deshalb eine eigenständige Aufnahme wollen. Wir hoffen, dass neben Thüringen und Berlin noch weitere Bundesländer konkrete Aufnahmeanordnungen vorlegen und dafür das Einvernehmen vom Bund fordern. Das BMI hat schon signalisiert, sein Einvernehmen zu einem Berliner Landesaufnahmeprogramm verweigern zu wollen. Das heißt aber nicht, dass an dieser Stelle die Handhabe Berlins endet. Zwei Rechtsanwälte aus der Kanzlei Redeker-Sellner-Daas, die häufig die Bundesregierung vor internationalen Gerichten vertritt, haben in einem Gutachten dargestellt, dass das Versagen des Einvernehmens durch den Bund rechtswidrig wäre. Berlin müsste in diesem Fall zwangsläufig den Rechtsweg bestreiten. Diese Einschätzung teilen wir. Gleichzeitig fordern wir den Senat auf, mutig zu sein und weitere landesrechtliche Spielräume zu nutzen, um Geflüchtete aus Griechenland aufzunehmen. Das Aufenthaltsgesetz bietet über das Landesaufnahmeprogramm nach § 23 Absatz 1 hinaus weitere Möglichkeiten, im Rahmen der Rechtsanwendung durch das Land Berlin Geflüchtete aus Griechenland die Einreise zu ermöglichen. Über den normalen Familiennachzug, über Stipendienprogramme oder Betretenserlaubnisse. Hierzu braucht es allein den politischen Willen Berlins. Das fehlende Einvernehmen des Bundes darf Berlin nicht als Ausrede für das eigene Nichthandeln dienen. Und noch etwas erwarten wir vom Berliner Senat. In den griechischen Lagern leben zahlreiche Menschen, die Familie und familiäre Bezüge in Deutschland haben. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lehnt jedoch die Zusammenführung zu den in Deutschland lebenden Angehörigen in großer Mehrheit ab, obwohl dies nach der Dublin-III-Verordnung rechtlich geboten wäre. Was hier tagtäglich passiert, ist eine rechtswidrige, systematische Aushebelung von Familienzusammenführung nach der Dublin-Verordnung. Am Mittwoch findet in Thüringen die Frühjahrskonferenz der Innenminister statt. Wir erwarten, dass Innensenator Geißel gemeinsam mit seinen SPD-Kollegen aus den anderen Ländern bei der IMK deutlich macht, diese rigide Ablehnungspraxis des BAMF bei Familienzusammenführung nach der Dublin-Verordnung nicht zu akzeptieren. Außerdem erwarten wir, dass Berlin sich proaktiv verbündete Länder sucht und weiterhin Druck auf das Innenministerium macht, Landesaufnahme zu ermöglichen. Auch wenn diese abgelehnt werden, so kann dies wenigstens zu weiterer Aufnahme aus Griechenland durch den Bund führen. Wir sind nicht bereit, die Rechtsverletzungen von BAMF und Bund länger hinzunehmen. Wir sind aber auch nicht bereit, das Zögern und die Untätigkeit des Berliner Senats länger zu akzeptieren. Berlin muss jetzt entscheiden, ob es um den tatsächlichen politischen Willen geht, Menschen aus Notsituationen aufzunehmen oder lediglich um parteipolitisches Geplänkel.